Achievements. Jeder will sie in Minecraft haben und es gibt echt viele von ihnen. Obwohl sie eigentlich was Gutes sind, sind sie heute was sehr Schlechtes für uns. Denn jedes Mal, wenn wir ein Achievement bekommen, ist unser Inventar weg. Das heißt, wir müssen jeden Schritt genau planen. Ob wir es schaffen, den Enderdragon zu besiegen oder ob uns einige Achievements davor in die Quere kommen, das und vieles mehr in diesem Video. Ansonsten like gerne das Video, wenn es euch gefällt und ihr mehr von sowas sehen wollt. Außerdem bin ich jeden Tag live auf Twitch, twitch.tv/tiantv, und jetzt viel Spaß mit diesem geilen Video. Gut, bam. Jetzt ist unser Crafting Table weg. Wir müssen also einen zweiten machen. Das ist halt das Ding. Ich werde so oft unterbewusst ein Inventory Clear kriegen. Also ich kann natürlich Inventory... Oh nein! Stimmt ja! Ey, das ist so dumm. Ich habe das wirklich vergessen gerade. I guess wir können es ja jetzt Stone Tools holen, ohne Bedenken zu haben, richtig? So, passt mal auf. Oh mein Gott, getting an upgrade. Ah, okay. Steinachs, let's go. Weiter geht's. Ist Boot ein Achievement? Ein Boot zu craften, bitte nicht. Türen auch nicht, oder? Jawohl. Dann werden wir... Oh. Das ist ja nerviger, als ich dachte. Bei Festung muss man auch aufpassen, ja. Blaze Rods, oh mein Gott, Blaze Rods. Hä? Als ob Essen ein Achievement ist. Ihr wollt mir nicht sagen, dass man ein Achievement bekommt, wenn man Fleisch isst. Ich glaube, Blumen auch. Nein? Okay. Man denkt jetzt irgendwie, alles ist ein Achievement, weil man Angst davor hat, versteht ihr? Wenn ich jetzt den Creeper kill, habe ich Monster Hunter. Es ist smart, jetzt Monster Hunter zu machen. Ich weiß, es tut weh, aber es ist doch besser, als wenn wir das später machen, wenn wir gutes Equip haben. Yep, das war's mit unserem Schild-Achievement. Boah, Jungs. Hä? GG. Warum habe ich so Pech? Als ob hier einfach so eine Höhle ist mit einem Skelett. Nee, oder? Oh mein Gott, ich habe ein halbes Herz. Oh Gott, nein, 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 nein. Du willst mir jetzt nicht sagen, dass meine Spitzhacke kaputt gegangen ist. Oh Gott! Eine Spinne killt mich gerade. Wollt ihr mich eigentlich trollen? Okay, was ist jetzt hier wichtig? Wenn wir jetzt Brot craften, ist unser Impfweg. Wir werden uns eh hier neues Equip machen. Wir werden uns jetzt voll essen und dann Brot craften. Inventory clear, Nummer, was weiß ich? Brot. Wie jetzt? Brot ist kein Achievement? Das ist gut! Warum auch immer Brot kein Achievement ist. Warte mal, wenn ich Eisen ins Inventar nehme, ist es dann nicht auch ein Achievement? Es ist ein Achievement. Eisen an sich ist auch ein Achievement. Ich hab's rausgedroppt, ich bin so smart. Oh nein, Flint ist ja weg. Oh Gott. Ein Eisen rausdroppen und Schild machen. Das heißt, wir machen so, so und machen ein Schild. Das ist dann, wenn ich etwas blocke, auch weg. Das heißt, wir suchen jetzt irgendwo ein Skelett. Bitte schieß mich ab. Einmal nur. Jawohl, raus hier. Die Eisenpicke müssen wir uns auch noch machen. Ja, 1, 2, 3. Eisenspitzhacke, jawohl. Bam. So, jetzt haben wir Inventory clear durch die Eisenspitzhacke. Isn't it Iron Pick? Eimer. Wenn wir jetzt Lava... Ne, wenn wir jetzt irgendwas... Warte mal, nee. Ice Bucket Challenge bekommt man doch, wenn man Wasser in den Eimer tut, oder? Nein. Lava gleich Hot Stuff. Genau, Lava ist Hot Stuff. Lavasee, wo bist du? Okay, Kompass werde ich aus... Ich werde den Kompass nicht looten. Ich habe zu sehr Angst, dass Kompass irgendein Achievement ist. Oh, yes! Wir nehmen jetzt die Lavaquelle da hinten mit, haben dann ein Clear Inventory. So, wir kriegen jetzt ein Inventory Clear. Tschüssi, ciao Inventory, es war schön mit dir. Wir wollen einen Fletching Table machen und traden. Wir werden uns 32 Sticks machen, wir werden mit einem Fletcher Emeralds traden, damit wir schon mal die Trades freigeschaltet haben und das Advancement schon mal hinter uns haben. Dann gehen wir mit einem leeren Inventar ins Bett, weil gleich ist eh Nacht. So, das war's mit unserem Inventar, GG. Aber wir können ab sofort schlafen. Das heißt, wir nehmen mal hier das Bett mit. Wir werden so oft noch ein Inventory Clear kriegen, deswegen werden wir nur mit Stone Tools erstmal spielen. Eine Eisenspitzhacke haben wir aber schon mal gemacht. Haben wir eine Eisenspitzhacke schon gemacht? Ja, haben wir. Alles gut, haben wir gemacht, stimmt. Eisengolem können wir killen. Zack. Machen uns erstmal einen Wassereimer und suchen jetzt einen Lavasee. Hä? Ist das ein Ruined Portal in der Wand? What? Ha! Hä? So. Zack, Leute, wir machen jetzt ein Nether-Portal. Ja, wir kriegen unser Eisen eh geklärt. Das heißt, wir holen jetzt hier hinten Flint und machen es dann an. Let's go. Rein da. Oh mein Gott! Was? Ey, das ist unfassbar. Das ist nicht wahr. Ich habe gesagt, wir müssen bei einer Festung sein. Und wir spawnen in der Festung. Das ist so gut für die Challenge. Das ist so gut für den Run. Wir sparen so viel Zeit. Blaze-Spawner, bitte. Blaze! Ohne Spawner. Sehr gut. Ganz kurz nur. Dankeschön. Aua. Und wir müssen noch was da farmen. Ich habe noch kein Take-Aim. Ich müsste mir irgendwie auf Krampf nochmal einen Bogen machen. Bitte drop ein Auge. Wir nehmen 2 Blaze Rods mit. Jawohl. Jetzt Enderman suchen in der Overworld. Und wir gehen schon mal den Stronghold suchen. Wir brauchen jedes Auge. Ja, minus 46. Merken. Kann es sein, dass wir außer Take-Aim wirklich gar nichts mehr brauchen? Noch ein Dorf. Okay, krass. Bitte, bitte, bitte. Ja. Mit einem Auge den Stronghold zu suchen ist so blöd eigentlich. Okay, ich mache mehrere Farmer, weil einer wird wahrscheinlich zu lange brauchen. Jawohl,
Jawohl. Let's go. So, ein Stack und zwei Emeralds. Reicht es aus, um die Pearls freizuschalten? Noch ein Dorf. Es ist insane. Dann können wir doch theoretisch hier schon traden. Eisenrüstung ist ein Achievement. Deswegen werden wir keine Eisenrüstung anziehen jetzt gerade. So, da hinten haben wir das Portal. Machen einen Brewing Stand. Holen Pearls. Ender Eis. Gehen zum Stronghold. Werden das Achievement Eis beimachen. Zurück. Machen Take Aim. Dann gehen wir mit Equip in den End. Wir gehen weg. Ich brauche nicht weiter fighten. Let's go, let's go, let's go. Brewing Stand. Zack, zack. Zack, Kollege. Bitte enttäusch mich nicht. Bitte, Pearls, bitte. Nein! Jedes Mal! Es ist so schlimm. Ey! Okay, Dude, komm her. Ich hasse Hexen so sehr. Jawohl, geh rein. Ja! Nein! Och, Mann. Du bist gezwungen zu resetten. Jawohl, okay. Ihr habt's gehört. Oh, no, 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 no. Bitte... Ender Pearl Trade. Ja! Okay, let's go! Ich glaube, drei Ender Pearls reichen aus für den Stronghold. Wir können nun ins End gehen. Ja! Jawohl, let's go! Ja! Wir können auch sehr verschwenderisch mit den Augen umgehen, weil wir die eh gleich geklärt bekommen. Direkt hier. Und wir haben sogar noch das Auge, lol. Wir müssen uns doch eigentlich eine Treppe bauen jetzt, oder? Ja, müssen wir, weil wir unser Inventar nicht wiederbekommen. Boah, ist das blöd. Das war's! Leute, das war's! Ja, yep, sie ist kaputt. Wir müssen nochmal hoch. Tschüss. Quasi. Wir haben nun den Stronghold gefunden. Das wird jetzt nervig. Wir graben das mal hier an der Seite auf, damit wir wieder rauskommen. Ich warte nochmal, bis ich essen kann. Ja, smart. Lass mich noch essen. Danke. So, Freunde. Ah, ja, ja, das tut so weh. Schaut mal, wie viel Stuff wir haben. Hä? Oh, Mann, Alter. Mein Inventar wurde gecleared. So, dann müssen wir jetzt wieder raus. Was ein Pain. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. Aus irgendeinem Grund geht er hoch. Wieso auch immer. Ich habe nichts im Inventar. Alter, ist das... Das ist ganz, ganz schlimm gerade. Bitte nicht. Ah! Oh mein Gott. Explodier doch, bitte. Let's go, Viamin. Jetzt nur noch du. Ich habe gerade nicht ernsthaft unnötigerweise Obsidian ins Inventar genommen, oder? Oh, unser Boot ist noch hier. Let's go. Das ist halt das Ding. Manchmal vergisst man die Achievements. Wir craften uns einfach einen Bogen. Let's go. Drei Strings. Es tut so weh zu wissen, dass das Inventar jetzt geklärt wird, aber wir müssen es tun. Lass es einfach schnell hinter uns bringen. Take aim. Aua. Warum auch immer der Pfeil gerade durch den Zombie ging, aber wir haben es gemacht. Da oben? Ich frage mich gerade, wo kommt denn der Wandering Trader auf einmal her? Der Sound? Er ist einfach auf dem Dach gespawnt. Sticks, Sticks, Bam. Wir traden nochmal Bögen. Ich möchte einen guten Bogen haben. Come on, bitte ein guter Bogen. Power 2 Punch, sehr nice. Nehmen wir mit. So, 12, nee, warte mal. 6 Blaze Rods brauchen wir. 6 Blaze Rods und dann ab ins End. Nummer 1. Oh Gott. Blazes machen sehr viel Direkt-Damage. Du hast eine gedroppt tatsächlich. 6. Perfekt. Tschüss, Nether. Enderaugen. Bam. Da wir nicht mehr die Enderaugen werfen müssen, weil wir schon die Koordinaten haben vom Stronghold, ist alles recht easy. Wir gehen jetzt einfach nur hin und besiegen den Enderdring. So, Wassereimer Nummer 2 mittlerweile. Holen wir noch schnell das Wasser hier mit. Let's go. Was ist das eigentlich? Habe ich noch nie gesehen. Da. Aber das ist nicht die Lava, die wir wollen. Nein, GG. Eine weitere Eisenspitzhacke, GG. Über uns, ich fasse es nicht. Ich will den Beweis, dass ich es nicht hätte finden können. Ich will jetzt gucken, das kann nicht sein. So nämlich, schaut mal her. Hier ist kein Zugang gewesen. Hier war kein Zugang. Hier war kein Zugang. Hier war kein Zugang. Hier war nichts. Der Raum war absolut abgeschlossen. Wow. Aber wir haben es. Let's go. Es ist tatsächlich ein Zero-Eye. Das heißt, es war gut, dass wir auch 12 mitgenommen haben. Let's go. Und, wie gesagt, The End, bewusst kein Achievement, was uns das Inventory cleared, weil es sonst unmöglich wäre, die Challenge zu schaffen, logischerweise. Stell dich einfach mal vor, wir hätten jetzt irgendein Achievement vergessen. Imagine. Oh mein Gott, ich habe mich so erschrocken gerade, mein Herz ist gerade stehen geblieben, ich meine es ernst. Wieso fliegt sie eigentlich so komisch gerade? Oh Gott! Oh Gott! Zu viel Dragon's Breath in einem Bereich gewesen, ich wäre gerade legit fast an Dragon's Breath gestorben. Come on. Ey, nein, 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 nein. Du hast mich gerade nicht fast ernsthaft in die Luft geworfen, oder? Also ich muss sagen, ich habe insane viele Pfeile gebraucht. Aber, komm, ergib dich. G. G. Komm, flieg erst hin.
Hallo? Hä? Ja! Komisches Ende, aber wir haben es geschafft nach 3 Stunden und 20 Minuten ungefähr. Geile Challenge, hat insane viel Spaß gemacht. Lasst ein Like da.